Mein Name ist Luz Paulo Kay, Videograf und Fotograf von Luzern. Mit diesem Video würde ich euch gerne erklären, wie ich zu meiner Leidenschaft gekommen bin. Heute ist es nicht nur Leidenschaft, es ist ein Alltag geworden. Ein Alltag geworden, dass ich mich mit Fotografie und Videografie befasse. Ich bin eins wie einer Kamera geworden. Jeder, der mich kennt, weiss, dass ich mit Fotografie und Videografie zu tun habe. Auf dem Weg haben mich sehr viele Personen begleitet und mich immer stets unterstützt. Für mich war es sehr interessant, sie zu erfahren, wie sie es aus ihrer Sicht gesehen haben. Und darum habe ich sie interviewt und gefragt, wie sie das alles erlebt haben. Wer hätte mal gedacht, dass ein Projektunterricht von einer Schule so fest mein Leben bestimmt? Er hat Sachen gemacht, wo man sich manchmal fragt, wie ist er auf die Idee gekommen. Aber zu der zum Beispiel, hat er so gerne Jackie Chan geschaut. So Action-Zeug. Und dann ist er ins Zimmer gegangen, hat die Lösung genommen, dass er weiter machen. Und mit dem Holzstock habe ich noch immer gekämpft und immer so gesagt. Und in meiner Fantasie war es schon krass gewesen. Habe ich immer so gedacht, boah, ich bin der Held und ich kämpfe. Und ich habe mir alles so vorgestellt. Weißt du, alles so kaputt, das Bett war mein Triumph und ich bin über das Bett gekommen und ich habe geschlägelt und dann meine Schwester, die ist jünger, Daphina, kann sie immer genutzt sagen, du bist jetzt mein Feind. Wir tun jetzt kämpfen und einfach fantasieren, das war immer einfach speziell gewesen. Und bei ihm war klar gewesen, dass aus ihm nicht irgendeinen normalen Job machen. Er wird irgendetwas machen, wo er seine Fantasie ausnehmen kann. Angefangen hat es eigentlich in einem Projektunterricht. Dort hat mich mein damaliger Lehrer sehr gepusht, der Herr Suarez. Projektunterricht hatte, da habe ich meine erste Dokumentation dort gemacht über das Zusammenleben in der Schweiz. Als Ausländer, als Schweizer und so weiter. Und das hat mich schon sehr inspiriert und da habe ich meinen ersten Kurzfilm gemacht. Und dort auch, es war so genial gewesen. Die Szenen wechseln, die Perspektiven wechseln. Schauspieler. Und dann hat er angefangen, so Filme machen in den Ferien, wo wir auf Kosovo gegangen sind. Hat er uns aufgenommen und hat dann so Filme gedreht. Und das war für uns der Horror gewesen, weil er hat uns überall aufgenommen, egal was wir gemacht haben. Der kommt dann raus mit seiner Kamera und nimmt uns einfach alle auf, weil wir dort so am Lecken sind. Und dann macht er ein Video und dann sehen wir das Video. Also wir haben dann Sachen gesehen, die wir gar nicht gewusst haben, dass wir das gemacht haben, haben wir einfach in diesen Videos entdeckt. Und wir haben uns dann wirklich auf Verstecken von ihm. Er hat uns irgendwann aufgenommen. Dann immer so, geht er los mit seiner Kamera und alle immer so gerade brav geblieben. Und wenn wir so irgendwie von Tanzen haben, dann sich alle immer probiert zu benehmen, weil er hat alles Mögliche mit uns gemacht. Habe ich mir mit meinem ersten Nebenjob, den ich bei meinem Vater hatte, habe ich meine erste Kamera, das war so ein Recorder, habe ich gekauft. Und dort habe ich das immer in den Ferien genommen. Dort habe ich immer Videos gemacht. Ich habe meine Cousins, meine Brüder, meine Schwester, meinen Vater, meine Mutter, immer alle aufgenommen. Nonstop bin ich am Aufnehmen gewesen. Und die nachher zuletzt als Video zusammengefasst. Das habe ich etwa 3-5 Jahre gemacht. Und dann immer im Winter haben wir immer das Video angeguckt von der Ferien, die gesamte Familie. Und das ist immer so wunderschön. Und eben wie noch einmal Erinnerungen, die gehen nie verloren. Und so habe ich die immer zusammenfassen. Aber das Ganze da, die Aufnahmen und alles, wir haben die immer noch und wir schauen die öfters mal an. Und das sind einfach so Erinnerungen, das ist Gold wert. Das sind Videos von 11, 12 Jahren, glaube ich, her. Und es ist immer wieder lustig, das zu sehen, wie wir gewesen sind. Und dass er schon dort so Erinnerungen gemacht hat, Luz macht uns immer Erinnerungen. Also egal was wir haben, was für ein Fest wir haben. Er macht immer irgendwie ein Video, Fotos oder sonst irgendetwas. Und es ist schön, so etwas in der Familie zu haben, die das alles in sich behält. Ich durfte eigentlich das Glück erleben, den Luz wirklich von Anfang an zu begleiten. Also ich weiss noch, wo wir ganz neu zusammen, also ja, wo wir zusammengekommen sind, hat er so langsam ein bisschen die Leidenschaft entwickelt. Also langsam irgendwie auch Fotos machen mit seinem Handy und dann plötzlich irgendwie. Videos hat er schon immer gerne gemacht. Also ich weiss noch, als wir in der Oberstufe waren, hat er ja auch sehr viele Projekte gehabt, wo er mit Videos gearbeitet hat. Also wirklich Videografie war schon immer ein grosses Interesse für den Luz. Er hat auch genossen, das ganze Storytelling.
ein Script schreiben, eine Geschichte daraus zu machen. Also Kreativität war wirklich schon eine von seiner grössten Stärken. Mit den Fotos war er zu dieser Zeit nicht so viel, damit unterwegs gewesen. Als wir am Museum waren, jetzt haben wir immer gerade so lustige Situationen gehabt, wir haben wirklich mega coole Erlebnisse gehabt. Und der Luz ist gerade so, der ist gerade parat mit dem Handy, hat gerade alles immer aufgenommen. Und hat die ganze Situation, die ganze Geschichte gerade auf den Bildern gehabt, auf den Videos gehabt von dem oben. Und alle Wochen später oder zwei Wochen später, wo wir Videos und Bilder angeschaut haben, haben wir genau noch die Erinnerung gehabt, wie es genau abgelaufen ist. Weil er hat wirklich jeden Moment richtig krass festgehalten. Und dann hat mir meine Familie meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und mit der ersten Spiegelreflexkamera ist so der erste Schritt so in der Professionalität. Also, für mich war die Spiegelreflexkamera dort so, boah, high class. Weil ich so einen Camcorder hatte und dann plötzlich Spiegelreflexkamera. Und dann habe ich gedacht, so, wow, und dann habe ich mich voll inspiriert. Ich kann YouTube-Videos anschauen. Ich weiss, er hatte Geburtstag und dann ist mein älterer Bruder ins Geschäft gegangen und hat dann gesagt, gib mir einfach die beste Kamera. Haben wir ihm die zum Geburtstag geschenkt und dort hat es angefangen. Und ich habe noch nicht getraut, so meine Fotos überall zu posten, weil ich dachte, so, wow, was denken die Leute, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe so tausend Gedanken gemacht. Meine Freunde haben mich immer gepusht. Es war so auch der erste gewesen, nachher, der gesagt hat, so, hey, sie so, ich habe angefangen, so Landschaften zu fotografieren, so Bäume. Ich weiss, so, das hat sie als Anzeigenbild getan. Und ich habe ihr geschrieben, ich so, wieso tust du das als Anzeigenbild? Ich habe mich halt auch immer gefragt, oder? Als seine Freundin so, hey, die Fotos sind so toll, so außergewöhnlich, wieso? Wieso postest du dich halt nicht, oder? Und ich selber halt als offene Person, wenn ich halt bin, habe selber die Sachen gepostet, die Fotos bei mir im Facebook oder im Instagram oder irgendwie auch mit meinen Leuten so ein bisschen teilt, im WhatsApp und so weiter. Und ja, der Luz hat sich am Anfang sehr, also ja, er hat sich mega zurückgehalten und immer wieder gefragt, so, ja, wieso tust du eigentlich die Fotos posten oder irgendwie. Ja, wie es ist auch schon eher so ein bisschen in dieser Richtung gegangen, dass er sich nicht wohl gefühlt hat. Also auch so ein bisschen spannend. Also, ja, eben, irgendwie habe ich Fotos gemacht und sie sind vielleicht auch nicht so gut, damit ich sie würde teilen oder ich fühle mich wie noch nicht bereit, ja, gross mit denen rauszugehen. Und ja, halt, ich habe mich wirklich immer gefragt, warum nicht. Ich habe es gemacht und ich glaube auch, mit der Zeit hat er wirklich gemerkt, dass er etwas ganz Spezielles. Bücher davon lesen sogar, obwohl ich eigentlich nicht gerne lese. Aber gleich, ich habe Sachen gemacht, weil mich das so inspiriert hat, die Fotografie. Ich wollte viel mehr von dieser Fotografie lernen. In dieser Zeit habe ich noch nicht gewusst, wieso jetzt plötzlich, ich habe ganze Videos gemacht, und jetzt wieso plötzlich Fotografie. Aber nachher, die Technik allgemein hat mir sehr gefallen und ich habe es mal probiert. Und dort ist es ganz lustig, sind wir in einer Napa gewesen. Und da hat mir mein bester Kollege, der Vito, hat mir gesagt, hey, Bro, hast du nicht mal Lust, ein Shooting von mir zu machen? Und ich habe das nie gemacht, weißt du, ich habe eine Kamera, weiß nicht, wie wir sie richtig wegbedienen. Und dann sind wir rausgegangen und da ist mir cool, eben, das erste in Zukunft eine Kamera kaufen und auch von Fotos will. In dem Moment bin ich mir nicht gewohnt, so habe ich zu lachen, bin ehrlich, weil ich dachte, er scherzt. Und nachher ist es eigentlich geworden, die Geschichte. Und dann haben wir das Shooting gemacht und das ist, ich habe es sehr geil gefunden. Er hat ihm jetzt auch sehr gefallen und dort ist nachher so ein bisschen in Emmen, ist es ein bisschen umgegangen, so, wow, er muss fotografiert. Und die Leute gefragt haben, ob ich irgendwie den Modelvertrag hatte. Und dann habe ich gesagt, nein, sicher nicht. Also, das war ein normales Shooting, weil ich mit dem Luz gelacht habe. Und ja, da ist eigentlich immer wieder ein Step-by-Step so weitergegangen. Die Kamera geschenkt bekommen hat, die erste Kamera, hat es wirklich angefangen mit Fotos mit den Geschwistern, mit mir, mit den Kollegen. Ja, meine Models sind eigentlich. Dort 90% war meine Freundin, meine Schwester, mein bester Kollege. Und bei ihnen habe ich eigentlich alles ausgetestet.
Ich habe Blitzgeräte gekauft, ich habe das Studio aufgebaut, meine Brüder sind im Zimmer. Am Anfang, als er angefangen hat zu föteln, ich glaube, niemand von uns hat geahnt, wie gross und wie weiter und wie er sich auch weiterentwickeln wird in dieser Branche. Es hat, glaube ich, das Recht auch als, ja, als gewisse Leidenschaft, aber auch als Plausch, als Hobby angefangen. Ja, und nach dieser Zeit ist es wirklich ein bisschen bergauf gegangen für Luz. Er ist, oder hat bei uns geblufft, dass er das erste Studio hat. Wir sind alle perplex gewesen. Wir haben uns gefreut für ihn, bis wir auch in diesem Studio gewesen sind. Also, wie gesagt, Studio schlussendlich war es eigentlich ein Hobbyraum gewesen. Also, wenn ich so Handgelenk mal bin, sind es etwa 30 Quadratmeter gewesen. Jeder Kunde, der bei ihm ein Shooting hatte, von Swiss musste, hat leider den Satz gehört, Swiss ist im Moment gerade kaputt. Das Interessante ist, dass er gar nichts hatte. Wir Kollegen am Freitag oben, wo wir dann noch etwas umgechillt haben, wo wir ein Pokerturnier gemacht haben, das WC könnte, das war wirklich das eigentlich beim EG im Blumentopf von ihm, seinem Nachbar. Also das war wirklich das WC gewesen. Mein bester Kollege Willi hat mir so Equipment gezahlt, jeder hat mich unterstützt, so an meinem Eröffnung. Habe ich immer so Sachen gekauft. Wirklich, ich danke vielen, also vor allem im engsten Kreis, meinen besten Kollegen und meinen Freunden, für die tolle Unterstützung, immer, die sie mir gegeben haben. Auch jetzt noch, egal was ist, weißt, sie haben mich immer gepusht und mich auch so weitergebracht. Es ist der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, dass er wirklich seine Leidenschaft gefunden hat und wir fotografieren Videos machen, bearbeiten und ich habe gemerkt, er meint das wirklich mega ernst. Den Glauben an mir habe ich so nie verloren gehabt. Dann hat es nachher angefangen, sind verschiedene Leute, es ist umgegangen, sind verschiedene Leute auf mich zugekommen und ich habe angefangen so nachzudenken, so los, wo willst du zuletzt, weißt, was willst du mit dem erreichen, willst du Geld verdienen, was willst du mit dem bewirken? Und es ist wirklich nie, bei mir ist nie an erster Stelle das Geld gewesen. Ich habe angefangen für 20, 30 Franken von Föteln, weißt, die Leute sind gekommen und ich habe gesagt, gib mir was er hat, weißt, 20, 30 Stutz. Und der Jahr hat es dort in Rot angefangen mit einem kleineren Studio. Der hat dort gute Aufträge bekommen und es hat sich immer wieder so ein bisschen entwickelt. Immer wieder so die, eigentlich nur Shootings, draussen Studio. Dann hat er ein grösseres Studio bekommen in Litauen. Und wir sind immer, bei jedem Studio, das er bekommen hat, sind wir so stolz gewesen. Und seitdem, ja, ist es bergauf gegangen. Also ich weiss noch, am Anfang bin ich sein Hauptmotor gewesen. Nachher hat sie plötzlich bei mir nicht mehr so viele Anfragen reingekommen. Es sind also eben wirklich Freunde, Verwandte, Unbekannte, plötzlich jetzt sehr also berühmte Leute, die sich auch in dem Celebrity-Business bewegt. Und es war auch sehr eindrücklich, gewesen, wie auch Lou seinen Stil entwickelt hat. Also von seinen Fotos her. Am Anfang war es ja recht so simpel. Und mit der Zeit hat er so auch das Künstlerische, das Abstrakte, das wirklich das Fortgeschrittene, das Risikofreudige entdeckt. Und das merkt man halt auch auf seinen Bildern sehr gut. Was viel vergessen ist, der Weg war lang und viele haben dementsprechend ein bisschen Einbussen gehabt. Was das Schlimmste ist sicher, Claudia hat ihn nicht viel daheim gehabt oder nicht viel gesehen. Aber ich sage jetzt auch im Namen von Vito, von Willi und von mir, wir haben sehr viel am Abend etwas abgemacht, sind irgendwie Shisha geraucht, sind in Ausgang, einfach unser Nachtleben, haben wir ein bisschen weitergelebt. Ein Stuhl war immer frei, das ist der Luz. Und das hat seine Gründe gegeben. Er hat Zeit gebraucht, um den ganzen Weg aufzubauen. Und ja, er hat sicher manchmal gefällt. Dementsprechend kann er aber das jetzt heute leisten, was er macht. Was ich selber an seiner Seite sehr schätze, er inspiriert mich mit seiner Leidenschaft, mit seiner Disziplin. Also, eben der Luz ist jemand, wo, irgendwie, wenn er viel zu tun hat, geht er irgendwie am 3 schlafen oder am 4 und macht seine Bilder, macht seine Videos und er macht es so gerne. Also, es ist nie irgendwie eine Aussage gekommen, von wegen, ich habe jetzt irgendwie den grössten Anschiss, ich muss es fertig machen. Es war immer eine Positivität da gewesen. Und ich glaube, es ist genau das, was ihn ausmacht. Oder? Dass er einfach
die Leidenschaft, das ist so eine intrinsische Motivation, die von innen kommt. Und ich glaube, das wird auch genau der Aspekt sein, der ihn so zu einem besonderen, außergewöhnlichen und erfolgreichen Fotograf und Videograf wird machen in den nächsten Jahren. Meine Ziele sehr hoch gesetzt. Ich will Hollywood erreichen, ich will Stars filmen, ich will Stars föteln, ich will die Schiene fahren. Und ich habe das gedacht, wie schwer ich das schaffen aus der Schweiz. Aber ich habe nachher ein TikTok gekommen und da bin ich mega schnell viral gegangen und wie viele andere haben das auch sehr gut ausgenutzt. Ich habe so Videos mit Handys gemacht und so und dann plötzlich hat mich einer Will Smith gepostet. Und für mich ist das etwas Kleines für andere, aber für mich ist es sehr gross, weil er die Videos gesehen. Und dann heisst es, doch, es ist schon möglich. Man muss nur wählen und den Weg gehen und daran glauben und irgendeines wird es auszahlen. Es war auch von Clio, hat man einen Schweizer Rapper sehr gefeiert, Darben, BOZ. Da können wir sicher alle. Wir haben seine Lieder gefeiert, haben sogar als Späßchen gesagt im Studio, der wird sicher auch auf dich zukommen. Und das ist wirklich passiert. Wo ich dann ins Studio gegangen bin und ihn zum ersten Mal gesehen habe, haben wir ein bisschen darüber geschwätzt, von wo wir kommen und alles. Und dann hat er mir auch gesagt, dass er mich schon jahrelang hört. Und keine Ahnung, der Luz ist so einer, man sieht ihn und er ist auf den ersten Blick gerade sympathisch, er ist vertraut. Und genau so war es bei mir auch. Und irgendwie ist mir die Schnapsidee gekommen, ihn zu fragen, ob er auch Musikvideos dreht. Und er hat mir dann ja gesagt, obwohl er noch nie ein Musikvideo gedreht hat. Aber er hat gesagt, Bro, probieren wir es. Ich gebe mein Bestes. Und dann ist es sehr schnell gegangen. Wir haben uns wieder getroffen und haben ein bisschen geredet, wie wir was angehen. Und der Luz hat von Anfang an genau gewusst, was er will. Er hat von Anfang an seine Vision vor Augen gehabt. Und dann haben wir angefangen zu drehen und ganz ehrlich, so als Künstler, wenn man Musikvideos dreht, dann hat der Künstler eine klare Vision, wie er das haben will. Bei uns war das ein bisschen umgekehrt gewesen. Der Luz ist gekommen mit Ideen und ich musste nur noch den Kopf nicken und gesagt, wow, was ist das so? Wie, ja, machen wir das. Und schlussendlich hat er komplett Regie übernommen. Und der hat es angefangen, also ist der Luz nicht mehr nur dem Foto geblieben. Der ist so ein bisschen sein Durchbruch mit Videoclips, die er dreht. Musikvideos, Werbevideos. Und dazu zog er dann neben der Arbeit, BOZ. Der Luz und ich haben uns damals über Instagram kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben, weil mir seine Arbeit, seine Bilder, die er damals gemacht hat, und sein erstes Musikvideo für den Arber, was mich sehr amüsiert, aber auch sehr inspiriert hat. Hat mich überzeugt, ich habe ihn angeschrieben und ich habe das erste Mal ein Behind-the-Scenes geshootet für ihn, für den Ray Raja. Und durch das ist eigentlich eine Freundschaft entstanden und eine Zusammenarbeit, eine Collaboration, die jetzt eigentlich Früchte trägt und jetzt sich weiterentwickelt. Andere Videoproduzenten kommen, machen ihren Job und gehen wieder heim. Und der Luz, ich rede jetzt als Rapper, der Luz hört das Lied und sagt gerade fuck, brutales Lied. Und dann steht er hinter der Kamera, du machst eine geile Bewegung und er pusht dich bis ans Limit. Und genau das ist das. Das Pushen, das hinter einem stehen und das Unterstützen während dem Arbeiten, das macht der Luz für mich aus. Und das ist ein riesiger Unterschied zwischen ihm und allen anderen Videoproduzenten. Luz, müsste ich beschreiben, seine Art, wie er on Set ist, ist er wirklich der liebste Mensch, den ich kenne. Weil so ein Filmset ist immer extrem stressig. Es gibt so viele Sachen, die schief laufen können, so viele Elemente, die passen müssen. Und da kann es sehr, sehr schnell passieren, dass man persönlich mitgerissen wird. Und der Luz ist so jemand, der immer 100% professionell bleibt und den Überblick über alles kann behalten kann. Und auch Leute beruhigen, Leute führen und vor allem, zwischenmenschlich das gut überbringen, weil es ist immer schwierig in so einer Stresssituation richtig sich können verhalten, dass alle Leute wissen, was sie machen müssen, dass sich niemand vernachlässigt fühlt. Improvisation ist beim Luz
Thema Nummer 1. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das zweite Video, das wir dreht am Limit, ist das gewesen. Ich wollte unbedingt, dass ich unter dem Regen stehe. Und jetzt, wie bringt man den Regen in so einem Fotostudio rein? Hey, der Luz hat dort irgendetwas zusammengebaut. Ich weiss nicht, von Steigen zu der Wand, irgendwie ein Rohr, eine Wasserleitung oder irgendetwas. Und dann hat er Löcher drin gebohrt und dort das Wasser laufen lassen. Und dann irgendwie, weißt du, so wie. Er ist neugierig auch, er will immer Neues ausprobieren und gewagt ein bisschen, aber das ist auch richtig so, um neue Sachen zu lernen. Und ich glaube, es wird noch sehr, sehr, sehr viel auf uns zukommen. Genau. Was alle ein bisschen vergessen, ist, jeder hat das Gefühl, es ist ein Meisterflucht vom Himmel. Aber der Luz ist das beste Beispiel. Ich meine, er hat Lehre gemacht als Logistiker, ist bei der ALSO gewesen, hat dort sich aufgeschafft, ist Abteilungsleiter gewesen. Hat es mit respektive mit seinem Hobby hat er sich einen Weg aufmachen können, hat ein Angebot bekommen von einer Brokerfirma, also ich weiß nicht, ob man es da erwähnen darf, SSM, aber ja, aus Quereinsteiger ist er dort reingerutscht, hat das ganze Marketing gemacht für sie, er ist für sie sehr viel umgereist, er hat für sie Videos gemacht, er hat für sie eigentlich wirklich alles gemacht, was mit Werbung zu tun hat, und dementsprechend sind wir extrem stolz, dass er vom Logistiker jetzt zu der Selbstständigkeit kommt. Und wir freuen uns extrem für ihn. Als ich bei der SSM angefangen habe, habe ich Videos und Fotos bearbeiten. Dort habe ich etwas runtergeschraubt, bin auf 80%, 20% habe ich für mein Geschäft aufgebaut. Und dort habe ich mich in diesen eineinhalb Jahren extrem weiterentwickelt, da ich nonstop mit Fotos und Videos zu tun hatte. Sobald das Musikvideo rauskommt, sehen die Leute das Endprodukt. Aber wie viel geleistet wurde ist in diesem Video, sieht man nur im Hintergrund. Und ich habe sehr viele Videos gedreht in meinem Leben. Und ich muss sagen, die Leidenschaft, die der Luz mitbringt, man sieht sie ihm in die Augen an. Also, auch wenn du keine Lust hast, er wird dich dazu bringen, dass du Lust bekommst. Weil das Funkeln in seinen Augen, die Ideen, die er hat beim Arbeiten, das ist einmalig. Das ist so mein Ziel, das ich verfolge. Ich lebe das aus. Ich lebe, ich bin Fotograf aus Leidenschaft. Ich bin Videograf aus Leidenschaft. Und ich will das aber auch, dass man das merkt. Ich mache das wirklich sehr mit Herz. Es ist wirklich. Es ist nicht mehr einfach, ich fotografiere und mache Videos. Es ist einfach, es muss. Ich bin berühmt. Ich habe riesen Stress, egal wegen was. Weißt du, das ist der Alltagsstress, den man hat. Wenn ich fotografiere, beruhigt mich das. Ich glaube, fast jeder Künstler, mit der er ausgearbeitet hat, hat sich eine gewisse Freundschaft entwickelt schlussendlich. Also er schreibt immer noch sehr offen mit den Leuten. Und das ist natürlich auch wichtig, oder? Und das ist wirklich etwas, wo ich ihn bewundere, weil es ist nicht wirklich nur so, er macht es gern. Natürlich, er hat das Talent dafür, aber auch sein Charakter, wo ihn eigentlich genau die richtige Kontakt oder die richtige Beziehung mit auf den Berg bringt. Ich glaube, das ist alles wirklich auch selber. Er als Person. Als ich in L.A. war, ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ich bin nicht in L.A. gekommen, um einfach bereist zu haben, sondern ich habe einen Auftrag gehabt. Ich durfte zwei Musikvideos drehen. Und für mich war das einfach sehr etwas Grosses gewesen. Denn ich bin im Land von der Filmerei gelandet und durfte dort Videos drehen. Aber die siehst Produktionen, das ist wirklich krass. Und es hat mich einfach so erfüllt, wo ich dort war, die Energie zu spüren von diesen Leuten. Und wirklich, ich gehöre dort hin. Ich bin voll der Überzeugung, wo ich dort war, dass ich dort hin gehöre. Und es soll nicht nur bei diesen zwei Musikvideos sein, sondern es soll viel mehr größere Projekte sein, die ich dort machen möchte. Und auf das möchte ich mich aufbauen. Auf das möchte ich Loop Studios dort hinbringen, dass eigentlich die Geschichte, die hier angefangen hat, dort weitergeführt wird. Für uns Kollegen war nicht die Frage, ob er sich selbstständig macht, sondern wenn.
Ich habe SSM von einer ganz anderen Seite erlebt und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mir die Chance ermöglicht haben. Weil vielleicht wäre ich noch immer noch heute bei DALS. Nesse, die nimm esche munesch me ein paar, ni Foto, ni Video, ni Design, ni Logo, ni Reels, ni Videoclip, ni Ads. Nei, beim Kater. Ich kann Chef. Në një ekran, vogël, atë math. Ne e kërë kipojmë krejta. Në hajnë alvjor, mi dhe SSM, anë këtë dhe shqit kvakt, të selbstendikajt, und ja, ladies and gentlemen, këtë kësi në Loop Studios, ish on fire, et stay tuned for the next steps for Loop Studios. Es ist lange nicht vorbei, die Geschichte von der ist jetzt an. Loop Studios wird einen Film drehen und in 2 Jahren werden wir alle zusammen und ein Kino sehen. Oder auf Netflix. Loop Studios presents! Nur von mir aus. Ich bin nicht mehr.